Hallo liebe Bürostuhlfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal rund um Bürostühle, Gamingstühle und Co. Und heute schauen wir uns mal wieder zwei interessante Modelle an. Es gibt ein kleines Vergleichsvideo zu einem sehr guten Bürostuhl, zu einem ergonomischen, und zwar der Clovoo ProSeat Bürostuhl. Und auf der rechten Seite haben wir hier den Quersus IQOS Edition One Gaming Stuhl, auch ein sehr gutes Modell, und heute werden wir mal so einen kleinen Vergleich ziehen, welche von den beiden vielleicht das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis besitzt und welche auch hier ja robuster, schöner und praktischer ist. Da gehen wir heute mal so beide durch. Ich werde euch auch beide in der Videobeschreibung verlinken. Zum einen hier der Clovoo ProSeat, der kostet so um die 300 Euro, und der Quersus IQOS, der ist deutlich teurer, der kostet 700 Euro, hat also den doppelten Preis vom Clovoo. Und ja, da werden wir heute mal alles kurz durchgehen und mal schauen, welcher zum Schluss hier dann das Fazit gewinnt. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal kurz oben an. Wir gehen mal kurz auf die Kopfstütze ein und arbeiten uns dann langsam runter bis zum Fußkreuz. Also schauen wir uns mal die Kopfstütze von beiden Modellen an. Zuallererst gehen wir mal kurz hier auf den sehr schönen Clovoo Bürostuhl ein. Ihr könnt schon sehen, wir haben hier eine sehr gut verstellbare Kopfstütze. Es ist eine 3D-Kopfstütze, sprich, ihr habt hier drei verschiedene Möglichkeiten in der Verstellung. Einmal hier klassische Höhenverstellung. Wir können hier dann einen Winkel einstellen und hier dann nochmal separat vorne auch nochmal. Also hier wirklich eine sehr gute Auswahl, was das hier angeht. Und die ist auch hier sehr schön geformt. Die hat so eine schöne Schwingung praktisch drin, sodass der Nacken hier sehr gut abgestützt wird. Ich setze mich gerade mal kurz so rein, damit ihr das mal sehen könnt. Also der Nacken wird hier so perfekt abgestützt und es passt sich hier wirklich sehr, sehr gut auch an. Die Kopfstütze, die hat so ein PU-Leder, also eine Kunstlederoptik. Das fühlt sich sehr hochwertig an. Die dämpft auch sehr schön ab und macht sonst auch hier einen sehr guten und wertigen Eindruck. Wir schwingen jetzt mal kurz rüber, und zwar zur Quersus-Kopfstütze. Schauen wir uns mal die Kopfstütze vom Quersus an. Die macht hier einen deutlich dickeren Eindruck. Die ist auch hier deutlich robuster gefertigt. Ihr könnt schon sehen, das ist ja die Seitenansicht. Wir haben hier die Kopfstütze, dann nochmal hier so ein großes Plastik-Hinterteil, sage ich mal. Hier dann so ein Kunstlederüberzug, also auch sehr schön geformt. Und dann hier nochmal das Quersus-Logo eingestickt. Das macht hier auch einen tollen Eindruck. Aber wie ihr schon sehen könnt, diese Kopfstütze, die ist einfach flach, die geht gerade runter. Hat also keine große Ergonomie im Vergleich zum Clovoo Bürostuhl. Und auch die Härte ist deutlich anders. Da kann man so gut wie gar nicht den Finger reindrücken. Also die ganze Kopfstütze ist hier etwas unangenehmer, sage ich mal. Und wir haben auch nur die Möglichkeit, die Kopfstütze hier in der Höhe zu verstellen. Das ist auch hier die einzige Funktion, die diese Kopfstütze bietet. Ich setze mich gerade mal kurz so rein, damit ihr das mal sehen könnt, wie das hier so ist. Also so sieht es praktisch aus. Ihr könnt schon sehen, die Kopfstütze, die dämpft hier kaum ab. Also ist wirklich extrem hart. Und ja, das als Kopfstütze zu bezeichnen, ja, kann man machen. Aber Ergonomie ist praktisch hier dann doch etwas anders. Dann gehen wir direkt mal kurz weiter zur Rückenlehne. Und da hat Quersus wirklich sich was sehr Schönes ausgedacht. Die ganze Rückenlehne, die wirkt natürlich extrem sportlich. Auch hier mit den Seitenflügeln für den besseren Halt beim Zocken. Und natürlich auch hier diese zwei verschiedenen Stoffe, die praktisch hier miteinander vernäht wurden. Zum einen hier so ein ganz normaler Stoff und dann hier so eine Art Alcantara und dann mal hier sowas Schönes eingestickt. Das macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Das hat natürlich auch sehr viel Mühe wahrscheinlich gekostet beim Produzieren und von dem her sehr schön umgesetzt. Ja, die ganze Rückenlehne, die ist auch etwas ergonomisch geformt, hat so eine Art S-Form, wenn es mal praktisch von der Seite her betrachtet. Und die Rückseite, die ist natürlich komplett aus Plastik, da kann man auch nicht allzu viel einstellen. Es gibt also hier keine Lordosestütze. Ja, ansonsten, wenn man sich praktisch hier so reinlehnt, ist es extrem hart. Also da gibt es keine große Dämpfung, sage ich mal. Von dem her fürs Zocken perfekt geeignet, für einen langen Büroalltag vermutlich eher nicht. Da solltet ihr vielleicht doch einen anderen Bürostuhl dann wählen. Und dann gehen wir mal kurz direkt hier weiter zur Rückenlehne vom Clovoo Bürostuhl. Und zwar hat die ein Quantum Flex Gewebe mit dabei, was auch hier so eine Art Meshgewebe ist, sprich es kühlt im Sommer und auch im Winter wärmt es ein bisschen,
Dadurch, dass das Backenschild so ein Kombigewebe ist, das ist wirklich sehr gut durchdacht. Ihr könnt auch schon sehen, es dämpft sehr gut ab, es fühlt sich extrem angenehm an und macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Weiterer Pluspunkt ist die Lordosestütze unten dran. Die guckt natürlich hier deutlich raus. Die könnt ihr auch hier einstellen und auf euren Rücken anpassen. Ich setze mich gerade mal kurz rein, damit ihr mal sehen könnt, wie gut sich diese Rückenlehne auf den Rücken praktisch auswirkt. So, gucken wir uns mal kurz so rein. Da könnt ihr schon sehen, diese Rückenlehne passt sich perfekt an. Die fühlt sich wirklich gut an, ist deutlich angenehmer und die dämpft auch ein bisschen. Von dem her wirklich sehr schön gemacht. Schauen wir uns mal gerade kurz die Rückseite an. Also hier nochmal wird deutlich sichtbar, dass wir hier einen sehr atmungsaktiven Bürostuhl haben. Perfekte Ergonomie. Hier unten kann man dann nochmal diese Lordosestütze einstellen. So sieht das Ganze seitlich aus. Und aufgrund von dieser relativ formschönen und stabilen Rückenlehne, die auch nicht sonderlich viel Material aufweist, ist der Bürostuhl auch deutlich leichter vom Gewicht her. Dann gehen wir auch gleich kurz weiter. Und zwar gehen wir kurz hier auf die Armlehnen ein. Und da haben wir jetzt hier bei diesem Modell 4D-Chrom-Armlehnen, sprich die Armlehnen sind ja auch teilweise verchromt. Ich mache es mal kurz hoch, dann könnt ihr es besser sehen. Also die Hauptstange, das Hauptgerüst ist hier aus Chrommetall, wirkt dadurch extrem hochwertig und ist auch extrem stabil. Könnt ihr so gut wie kaum hin und her wackeln, also das Ganze ist hier wirklich sehr fest anliegend. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, hier 4 verschiedene Winkel einzustellen, beziehungsweise 4 verschiedene Möglichkeiten. Ganz klassisch hoch, runter. Wir haben aber auch hier die Möglichkeit, zum Beispiel dann hier den Winkel einzustellen. So kann man das praktisch hier anpassen. Wir haben hier die Möglichkeit, das nach vorne und nach hinten zu verstellen. Zack, zack. Oder auch hier nach innen und außen. Müsst ihr praktisch hier innen drücken und dann könnt ihr praktisch hier das auch so ein bisschen nach außen anpassen, hier und ein bisschen verschieben. Also perfekt für all diejenigen, die nach einem wirklich guten Bürostuhl suchen, wo man auch hier einiges verstellen kann und wo man auch praktisch hier die Armlehnen perfekt anpasst. Schauen wir uns mal kurz die Armlehnen vom iCross Edition One an und die sind praktisch identisch. Also auch hier haben wir 4D-Armlehnen ebenfalls. Sehr robust gebaut. Wir haben hier eine sehr schöne Materialauswahl. Wir können sie sehr gut abwaschen. Natürlich kann man auch hier diese Armlehnen ganz einfach hoch und runter verstellen. Das ist ebenfalls möglich. Wir haben hier die weitere Option, dass man praktisch hier den Winkel einstellt. Da kann man sie natürlich auch hier raus und reinschieben, auch wenn hier natürlich das nicht so extrem weit nach vorne und hinten geht wie beim Klovu. Und auch hier die Breite kann man natürlich verstellen. Das ist natürlich auch hier möglich. Also bei den Armlehnen schenken sich beide Bürostühle nicht viel. Es sind beide 4D-Armlehnen und die kann man hier sehr gut verstellen und sind auch wirklich sehr hochwertig gefertigt. Wir gehen weiter zum Sitz. Auch ein sehr wichtiges Element bei einem guten Bürostuhl. Und beim Quersus sieht es auch sehr schön hochwertig aus. Auch hier haben wir wieder diese zwei Elemente. Zum einen hier das Alcantara und dann hier nochmal der normale Bezug, hier nochmal eingestickt, iCross Edition One. Das fühlt sich sehr hochwertig an. Der einzige Nachteil jetzt hier bei diesem Gaming-Stuhl ist der, dass es extrem hart ist. Also hier sich reinzusitzen über einen längeren Zeitraum könnte sehr unangenehm werden. Hat natürlich beim Zocken Vorteile, dass ihr einen deutlich besseren Halt habt. Aber für den Büroalltag, für 8 Stunden Arbeit am PC nicht wirklich gut geeignet. Dann schauen wir uns jetzt mal hier den Pro Seat an, den Sitz davon, ihr könnt schon sehen, der ist auch hier deutlich größer und er ist hier deutlich angenehmer, ihr könnt hier deutlich weiter reindrücken und somit passt er sich auch deutlich besser an, er ist viel angenehmer und man kann darin auch gut und gerne mal 8 Stunden am Tag sich reinsetzen und dann damit arbeiten. Ein großer Vorteil bei diesem ergonomischen Bürostuhl ist der, dass es praktisch hier so eine Seat-Slider-Funktion gibt. Ihr könnt praktisch hier diesen Sitz nach vorne und hinten verstellen. Ich zeige euch das mal kurz. Schauen wir uns das mal kurz hier an. Ich hocke mich mal kurz hier so ein bisschen rein. So. Und dann kann man jetzt hier praktisch diesen Bürostuhl hier anpassen auf seine Bedürfnisse. So, schauen wir uns jetzt mal kurz hier etwas näher an. Ich drücke mal kurz den Hebel runter, da könnt ihr es besser sehen. Und da habt ihr jetzt praktisch, könnt ihr das gut erkennen, dass man hier diesen Sitz nach vorne und hinten verschieben kann, anpassen kann. Und somit hat er wirklich den optimalen Halt. Und ihr könnt es wirklich nach eurem Körper perfekt dann auch anpassen. Ja, was beide Stühle wieder haben, ist eine ganz klassische Kippfunktion und natürlich eine Höhenverstellung. Da muss ich, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Die ist bei beiden Bürostühlen sehr gut. Wir gehen abschließend nochmal kurz zum Fußkreuz über, denn da gibt es auch nochmal sehr interessante Funktionen und Eigenschaften, gerade bei den Rollen. Also schauen wir uns mal kurz hier das Fußkreuz vom Klovu an. Ihr könnt schon sehen,
Das ist aus Metall gefertigt, ist verchromt, also Chrommetall, wirkt sehr, sehr hochwertig, auf jeden Fall hier nicht selbstverständlich für den Preis von knapp 300 Euro. Und das Ganze ist hier extrem robust, hält auch bis zu 150 Kilogramm Gewicht aus und ist natürlich dementsprechend hier sehr fest dann fixiert. Schauen wir uns mal kurz die Rollen an. Da handelt es sich um sogenannte Blade Wheels, also um so eine Art Inliner-Rollen. Die haben ein Kugellager mit drin, die sind hier sehr gut gedämpft, extrem leise und damit kann man hier den Bürostuhl sehr leicht von A nach B verschieben, ohne dass hier irgendwelche hässlichen Geräusche entstehen. Und die sind auch perfekt für jeden Untergrund geeignet. Schauen wir uns jetzt mal kurz hier das Fußkreuz von Quersus an. Auch das hier Metallfußkreuz, das ist hier schwarz lackiert. Auch sehr schön gemacht ist praktisch, dass hier das Logo so ein bisschen eingraviert wurde. Optisch natürlich deutlich sportlicher gestaltet und wiegt auch dementsprechend mehr. Also da ist deutlich mehr Material dran. Dann haben wir hier praktisch die Rollen dran. Das sind so Hartgummirollen, also hier keine Blade Wheels. Und demzufolge sind die auch nicht wirklich ja, sehr leise. Man kann damit natürlich sich dementsprechend gut fortbewegen, aber man benötigt deutlich mehr Kraftaufwand, um damit von A nach B zu kommen. Und zudem sind sie so ein bisschen Schmutzfänger. Also ihr könnt schon sehen, die ziehen überall den Schmutz an. Und auch hier kann sich sehr leicht der Schmutz sammeln. Ist also nicht unbedingt das Allerbeste, was man hier praktisch verbauen könnte. Dafür sind sie sehr robust, halten ein hohes Gewicht aus. Und man kann damit hier natürlich sehr, sehr gut zocken. Von dem her hat sie natürlich auch hier seine Vorteile. Ja, da kommen wir abschließend zu unserem Fazit, zu unserem Vergleich zu diesen beiden doch sehr unterschiedlichen Bürostühlen. Zum einen der Clovu Pro C, das ist ein ganz klassischer ergonomischer Bürostuhl für 300 Euro, was hier vom Preis her wirklich sehr fair ist mit all den vielen Funktionen, die er bietet. Und auf der rechten Seite der Quersus iCos Gaming Stuhl für knapp 700 Euro, also mehr als das Doppelte, was der Clovu kostet. Aber auch dieser bietet im Grunde alles, was man hier fürs Zocken benötigt. Letztendlich ist natürlich immer eure Entscheidung, für was ihr diesen Bürostuhl verwenden wollt, da die meisten wahrscheinlich oft im Homeoffice sitzen, dann auch hier mal gut und gerne 8 Stunden am PC arbeiten, ist auf jeden Fall hier der Clovu Pro C die bessere Wahl von beiden. Er hat nahezu die gleichen Verstellmöglichkeiten, er hat 4D Armlehnen wie auch hier der iCos. Zudem hat er eine eingebaute Lordosestütze, die man verstellen kann. Wir haben hier das Quantum Flex Gewebe, was im Sommer kühlt und im Winter wärmt. Wir haben eine sehr schöne 3D Kopfstütze. Das alles bietet hier der Quersus nicht an. Der ist zwar sehr robust, sehr schön gefertigt, macht optisch einen sehr sportlichen Eindruck, aber er hat weder eine Lordosestütze noch ist er praktisch hier in der Kopfstütze ja, richtig gut verstellbar. Von dem her ist auf jeden Fall hier der Clovu die deutlich bessere Wahl, wenn ihr einen ergonomisch gut verstellbaren Bürostuhl sucht. Ja, bei den Fußkreuzen gibt es auch nicht allzu viel zu sagen. Wir haben beides mal Metallfußkreuze mit sehr guten Rollen dran. Die Blade Wheels sind deutlich leichter, haben ein Kugellager drin, haben ein deutlich weicheres Gummi, somit sind sie auch deutlich leiser. Damit stört ihr euren Nachbar garantiert nicht. Und die Sitze sind ebenfalls gut. Der Quersus ist natürlich deutlich härter, aber bei einem Gamingstuhl normal. Und der Clovu, der Pro, sieht es deutlich weicher. Und wir haben eine Sitzleiterfunktion, sprich wir können praktisch hier den Sitz nach vorne und hinten verstellen, was nochmal ein weiterer Pluspunkt ist. Abschließend kann man also sagen, da die meisten von euch wahrscheinlich einen guten Homeoffice-Bürostuhl suchen, der sich auch gut fürs Zocken eignet und der auch hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr fair ist, ist der Clovu Pro C hier der Vergleichssieger aus diesem Test, aus diesem direkten Vergleich. Und natürlich werden wir euch den auch hier in der Videobeschreibung verlinken. Schaut mal rein, klickt mal auf den Link drauf, dann kommt ihr direkt zum besten Preis und zum besten Angebot. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.